Let's go. Einmal Rundumschutz, einmal Rückenwind, Abfahrt. Entweder macht das Schutzschild Erdbeben oder Seelen. Feenattacke plus Steinhagel. Doch Stein oder Boden. Oder Boden. Scarf, Guard war safe. Kommt rein. Spielen die auch, ne? Rundumschutz ist einer meiner Lieblingsattacken. Rundumschutz ist so, so krass gut. Er killt sein eigenes Pokémon. Ist er dumm? Er killt sein eigenes... Guckt euch das an. Guckt euch das jetzt an. Hä? Oder hat er Luftballons oder so? Ach, Telepathie hat er. Ah, ja, ja, ja. Gecheckt. Vergessen. Aber wäre dumm gewesen. Wäre witzig gewesen. Aber dumm. Das ist seine Taktik einfach. Das ist einfach seine Taktik. Checkt er, dass ich Rundumschutz mehrmals kriegen kann? Wenn er eines gehabt ist, wird er jetzt nur auf diese Seelenattacke machen. Und Knackrad hat entweder Leben auf, könnte was anderes drücken. Deswegen würde ich, glaube ich, auf Knackrad gehen. Das eine Vieh ist mir jetzt scheißegal, weil das kann ich die ganze Zeit Rundumschutz blocken. Ja! Rückschrecker. Oh, scheiße. Der Zauberschein hat wieder nicht getroffen. Mist. Ja, aber klar ist er, das ist auch mal. Killt ihn eine Wasserdüse? Wahrscheinlich, oder? Wechselt er aus oder macht er wieder Zauberschein? Macht er wieder Zauberschein? Oder wechselt er? Was meint ihr? Er überlegt lange, er wechselt bestimmt. Also irgendwas wechselt er. Naja, war klar. Ganz dummer ist er ja. Ganz dummer ist er ja nicht. Gold Go. Geil. Also Kraftkoloss muss man schon sagen, ist echt eine crazy Attacke. Crazy Fähigkeit. 400 Base Damage auf einem Azumarill mit Wasserdüse tut halt echt gut weh. Würde man gar nicht so denken, aber es tut gut weh. Was kann er jetzt machen? Er kann Donnerblitz vielleicht oder Spukball. Schutzschild, Delegator haben wir manchmal. Goldrausch natürlich. Wird er jetzt eine andere Attacke auf Gardevoir spielen? Wahrscheinlich. Aber ich habe einen Rückenwind draußen, ne? Das heißt, ich bin vielleicht schneller als der. Und den er wird nicht wieder Zauberschein machen. Jetzt. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Er wird es nicht wieder machen. Ich kann es mir halt for real nicht vorstellen, dass er wieder Zauberschein drückt. Trickbetrug, wusstest du. Jetzt bin ich Gewaltschalt und bin schneller. Ja! Was kriegt er nochmal? Ah ja, Offensivweste. Tränkeschmied, ja. Nächste Runde ist gut. Wenn nicht austauscht.
Oh, kein Rückenwind mehr. Ich bin aber, müsste mit dem Wahlschall doch auf jeden Fall schneller sein als der. Und da er jetzt die Weste hat, was wird er machen? Wird er wieder Rückbetrug machen mit irgendwem? Keine Ahnung, ne? Ich kann einfach mal einen Eiskreis auf den. Das killt mich safe nicht. Er ist schneller, das ist schlecht. Er ist trotz Wahlschall schneller, was? Er ist trotz Wahlschall schneller? Wie langsam ist Azumarill denn? Alter, das hätte ich aber jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass er... Wie langsam ist denn das Azumarill? Krass, dass er schneller war. Ich komme nicht drüber hinweg so gerade. Ich habe echt gedacht, ich wäre schneller gewesen. Hätte ich ja was anderes gedrückt. Es ist krass, wie viel Angst er vor dem Rundumschutz hat. Ey. Das ist irgendwie witzig. Ich bin gespannt, was er jetzt noch hat. Ja, das schmeckt schön gerade wo. Ach, den hat er noch, stimmt. Und Orkanschwinge ist ja auf jeden Fall arschschnell. Aber der geht auf Angriff. Der wird auf jeden Fall auf den Skello gehen. Deswegen machen wir das so. Einen schönen Eiskreisel auf den. Dann ist schon mal seine Orkanschwinge weg. War klar. War klar. Das war klar, Leute. Soll ich auf den Lucky nochmal auf den Lucky Schutzschild gehen? Überlebe ich einen Sturzflug? I don't know. Na komm, ich bin nicht so. Er muss ja einen von beiden angreifen und egal wen er angreift, einer von beiden killt ihn. Flammenblitz, okay. Das killt nicht als Angriffskreis. Sturzflug und Flammenblitz bei einem Orkanschwingen-Pokémon macht echt gar keinen Sinn. Digga. Denn Orkanschwinge ist er dann direkt weg. Naja. Schöner Sieg. Schöner Sieg. Den Doppelrundumschutz am Anfang, den habe ich gefühlt. Gegen Gardevoir. Next. Kramurks und das Vieh. Ich habe noch nie gegen Lextremo gespielt. Ich habe gar keine Ahnung, was der kann. Gar keine. 0,000. Weiß ich, was der kann. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was Lextremo kann. Was macht Lextremo so? Macht der Mogli? Kann der Mogli? Weiß ich nicht. Warum? Okay. Kramurk setzt nicht mal Rückenwind ein. Was macht der? Marotze? Er macht Marotze. Okay. Macht er jetzt? Also Rumpler geht nur einmal. Jetzt macht er Rückenwind. Er macht erst Marotte und dann Rückenwind. Das ist ja auch dumm. Oder? Was ist dumm? Wieso macht er nicht erst Rückenwind?
Wäre witzig, wenn er jetzt Gardevoir bringt und diese eine Attacke drückt. Feen, Seelen, Zauberschein. Oh Gott, vielleicht ist der auch geschadet. Weil die jetzt zwei Pokémon sind, jetzt kann ich nicht mehr austauschen. Das wäre so witzig, dann könnte ich die ganze Zeit rund um Schutz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Stellt euch vor, die machen das. Stellt euch vor, die machen das. Das wäre so witzig, bitte, die machen Zauberschein und Erdbeben oder so. Die machen bestimmt Zauberschein und Erdbeben. Bitte, 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 die machen Zauberschein und Erdbeben. Zauberschein. Und er ist safe gewahlschalt, weil er schneller ist als mein Rückenwind Uhafnir. Den Zauberschein wirst du jetzt bis an dein Lebensende drücken müssen. Und nächste Runde kommt der Dracometeor raus. Er geht auf jeden Fall jetzt auf Terra Boden oder so. Wisst ihr, was ich da mache? Damit ich noch einen Rückenwind bekomme gleich. Ich mache jetzt einfach einen Austausch, damit ich nochmal Rückenwind später rausbekomme. Weil ich bin da schneller als Knacker. Und er kann jetzt, also wenn er jetzt Erdbeben drückt, ist er dumm. Er wird kein Erdbeben drücken und auch kein Steinhagel. Er wird wahrscheinlich eine Drachenattacke auf Uhafnir machen. Oder wenn er schlau ist, irgendwas anderes auf Arktolas. Wenn er dein Leben aufgesehen hat. Ist aber auch egal. Ich mache Aqua Durchstoß und fertig. Jetzt kommt erstmal wieder der Zauberschein. Ja! Ich liebe Rundumschutz. Einer meiner Lieblingsattacken geworden. Wirklich. Vor allen Dingen, weil man es einfach jede Runde drücken kann. Es ist so witzig. Drachenklaue. Ja! Komm, mach wieder Zauberschein. Er checkt nicht, dass er Arktilas killen muss. Er checkt nicht, dass er Arktilas ganz dringend killen muss. Damit der Rundumschutz weg ist. Er versteht es nicht. Und er ist auf Angriff. Das wird gar keinen Schaden machen gegen Arktilas. Also eigentlich hat das Game schon verloren. Also ich lobe sehr ungern den Tag vor dem Abend bei Pokémon. Aber das kann er nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Er ist auf Zauberschein gelockt. Also er kann nichts machen. Er könnte jetzt nochmal ein Schutzschild machen. Bringt ihm aber auch nichts. Da überlebt er eine Runde länger. Er kann nichts mehr machen. Das Game ist schon gewonnen. Als er Zauberschein gedrückt hat, hat er das Game verloren. Und dann noch diese dumme Drachenattacke auf Uhafnir. Ich zwinge den jetzt zum Aufgeben. Ich habe nur noch 6-mal Rundumschutz, aber die werde ich so durchziehen. Bis er zu verzweifeln. Ah, Mann! Ich wollte die auf Verzweifler runterhauen. Dann hättest du noch ein bisschen angreifen können.